Morgen nochmal die Hälfte der Gruppe, habe ich ja gestern Abend schon gesehen. Und diejenigen, die gestern Abend noch nicht dabei waren, die möchte ich heute Morgen auch noch ganz herzlich hier in Oberursel begrüßen. Ceux qui n'étaient pas là hier soir, je voudrais les remercier d'être venus aussi nombreux et les souhaiter la bienvenue à Oberursel. Yesterday I saw already the half of you, but I want to greet everyone who is here today and say welcome to Oberursel. Ja, wir treffen uns hier heute Morgen, um in das Wochenende der Städtepartnerschaft der Jubiläen einzusteigen mit unserer Freundschaft mit 60 Jahre Épinay-sur-Seine und 35 Jahre Strasbourg wollen wir natürlich feierlich begehen. Heute Abend ist der mit Höhepunkt der Bürgerempfang, aber wir wollen ja ein ganzes Wochenende verbringen und werden heute Morgen dazu drei Bäume gemeinschaftlich pflanzen. Nous nous sommes retrouvés ce matin ici pour planter trois arbres, trois chênes en forme de colonne. Et nous commençons le week-end du jumelage 60 ans avec Épinay-sur-Seine et 35 ans avec Rachemoir. Pour commencer, donc on va planter les arbres et ce soir il y aurait la cérémonie officielle du jumelage des deux partenaires Épinay et Rachemoir. We are here to spend the weekend together and celebrate our twinning as anniversary, 60 years Épinay and 35 years Rushmore, and we are beginning, or we are passing the whole weekend together. We are beginning with planting three trees together, but we will have an official citizen reception this evening, and but we are beginning now with the tree planting. Ja, dazu freue ich mich natürlich besonders, meine Kollegen Hervé Giraud und Maram Nubal hier begrüßen zu dürfen. Und aber auch Städtepartnerschaften sind immer auch eben bürgerschaftliches Engagement. Deshalb nehmen wir für den Städtepartnerschaftsverein, dass wir gemeinschaftlich hier sind und jetzt eben gleich pflanzen werden. Je me réjouis beaucoup de recevoir Monsieur le maire, Monsieur Chopreau, Madame la maire, Madame Manuka. Et comme un jumelage s'est fait aussi pour les citoyens, je souhaite la bienvenue de l'association du jumelage. Et voilà. C'est moi. So I'm happy to greet the mayor of Rushmore, sorry, the mayor of Épinay-sur-Seine, Monsieur Giraud, and the mayor of Rushmore, Mara McNamara. But I also want to greet all the because it's a citizen English. The twinning is lived by the people of the town, so that's why the mayor wants to greet also Helmut Ebner, which is the president of the twinning association here in Oberursel, and Christian Lescouvier, Christian Lescouvier, c'est le to join us. And Andrew Lloyd. Yeah, and Andrew Lloyd, okay. Andrew Lloyd is the president of the Rushmore International Association, and Christian Lescouvier is the president of the Association de Jumelage d'Épinay. Wir haben uns drei Bäume als Symbol ausgesucht, weil die drei Bäume symbolisieren einerseits die Wurzeln, die in die Erde gehen, die Wurzeln, die zeigen, dass unsere Freundschaft mittlerweile Wurzeln gefasst hat, dass sie fest ist, dass wir miteinander verbunden sind, aber der Baum, der auch in den Himmel wächst, das heißt in die Zukunft weiterträgt, und wir sind eben optimistisch, dass die Freundschaft eben weiter anhält und die Wurzeln auch von der Vergangenheit in die Zukunft getragen werden. Deshalb ist es schön, dass hier viele Menschen sind, die einerseits seit Jahrzehnten der Partnerschaft verbunden sind, aber auch Menschen sind, die erstmalig hier in die Zukunft sind. Ce célébration des 60e et 35e anniversaire du jumelage pour planter trois arbres qui signifie que
des arbres, les chênes, c'est un arbre qui présente la force et qui rentre les racines dans la terre, comme les racines présentent pour nous le jumelage qui a pris racine, qui va se développer, et en même temps que ces chaînes-là vont pousser vers le ciel. Donc ça veut dire on a de l'espoir que notre jumelage se renforce avec les racines et va grandir vers le ciel. Okay, we are planting three trees because they are symbolizing with their roots in the ground. In the earth, the it symbolizes our friendship, which has already taken roots in the earth, and but also stands for the future, that our friendship will grow also, yeah, in the future. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich noch mal das Wort démarrer ce 60e anniversaire de ces versions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va planter trois arbres, c'est ce que je disais à Gueule hier, à Épinay-sur-Seine, on s'est engagé à en planter 60 pour fêter le 60e anniversaire de jumelage. Donc effectivement on va s'entraîner ici pendant quelques semaines à Épinay-sur-Seine pour pouvoir effectivement continuer ce partenariat qui dure depuis 60 ans. Et je vous rappelais à Gueule hier, j'étais présent effectivement pour le 40e anniversaire, 50e anniversaire et là le 60e anniversaire de jumelage. On espère que l'ensemble des élus des pays sont dans ce qu'on a pu grâce aussi au jumelage, et on continuera ce partenariat qui arrive. Ich bin sehr glücklich und freue mich heute hier sein zu dürfen mit allen Bürgern von Épinay, mit dem Verein für die Städtepartnerschaft und allen Anwesenden hier. Wir pflanzen drei Bäume heute symbolisch für die Freundschaft mit Épinay und Oberursel. Und wir haben vor, in Épinay dieses Jahr 60 Bäume zu pflanzen. Deshalb ist es für uns hier ein Training. Wir pflanzen drei. Und in Épinay wollen wir gerne 60 Bäume pflanzen für die 60 Jahre Partnerschaft, enge Freundschaft mit Oberursel. Wir sind ja eigentlich noch eine weitere Städtepartnerschaft und ein Jubiläum mit Lotto Rosso.
aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine wird die Partnerschaft derzeit. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung, wo wir das exklusiv angegangen sind. Aber natürlich denken wir heute auch daran. Und ich glaube, du wolltest dazu insgesamt auch nochmal was sagen zu den partnerschaftlichen Auswirkungen. Ja, diese Route war zur Zeit 20 Jahre Lobosow waren sehr intensiv gewesen. Atombomben haben 30 Jahre, aber die muss auch. Wir finden trotzdem Zukunft und hoffen, dass sich irgendwas dahinter möglich aufhören würde. Und das zeichnet uns aus, dass wir aktiv sind mit gegen Deutschland, England, Deutschland, Frankreich, eben aktiv zusammenleben. Besuchen, Städtereisen machen, Bürgerreisen machen, das ist unser Trumpf. Ich freue mich jetzt, dass ihr hier wart, seid und wir pflanzen jetzt. Je suis très heureux de vous compter parmi nous pour planter les arbres. Le jumelage est tout d'abord un travail de citoyens qui fortifie ce jumelage avec des échanges, avec des voyages, avec des échanges socioculturels, avec tout. Nous, on essaye tout. On avait 20 ans de jumelage très intensif avec Lomonosov, qui pour l'instant reste un peu tranquille à cause de la guerre en Ukraine. Mais on essaye de faire ainsi que les citoyens s'occupent du jumelage et s'investissent là-dedans pour qu'on puisse continuer aussi avec Lomonosov un jour. On regarde vers le futur. Also of our other training, the third training, fourth training with Lomonosov, which is the Kamen Russian, which is on ice since the war with Ukraine. But the training association is really the aim is, or it is really the basis for all the contacts between the citizens and the citizens. So they think the training association tends to revive it on this basis. We don't know when, but in any case, the most important thing that comes up between the people or the citizens of all the France and the UK and also the other countries will be revived. Guck, jetzt gehen wir zur Tat und danach sind alle eingeladen zum Kaffee, zum Anstoßen.